Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Mass Effect 1. Wir haben den Pass erhalten. Wir können jetzt in die Garage gehen. Machen wir auch straight. Und dort zum Gipfel fahren. Zum Gipfel treffen. Durch den Schneesturm. Das heißt, schön die Nebelscheinwerfer anmachen, wahrscheinlich. Und die Nebelschlussleuchte. Ist wichtig, sonst gibt es 10 Euro Strafe. So. Aua. 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 Aber dann heißt diese 788, wo... Einfach gespawnt. 788, wo das da eine Garage ist und das da... Ja, du verstehst. Der Zugang zur Garage ist beschränkt. Ja, aber ich habe einen Pass. Ich bin autorisiert. Entschuldigen Sie mich. Ja, der ist echt. Gute Fahrt. Das Wetter im Aleutstal soll ziemlich übel sein. Danke, danke. Was kriege ich denn für einen Leihwagen? Hier ist die Herzzentrale. Ich denke mal, dass die in den Kisten der Matriarchin waren. Na, wunderbar. Okay. Hallo. Dafür konnten wir nichts. Was haben Sie hier gemacht, Kommandant? Ich habe mich verteidigt. Ich? Ich bin hier das Opfer. Die Geht griffen uns an. Geht? Sie erwarten, dass ich... Wo sind die hergekommen? Ich vermute, dass sie in den Frachtcontainern waren, mit denen die Matriarchin ankam. Das glaube ich nicht. Die haben wir gescannt. Darin gab es keine Energiequellen, kein Element Zero. Wenn diese Dinger in Benesia Samas Containern waren, dann sind da draußen noch mehr. Wie viele mehr? Ich brauche Zahlen, Commander. Ein Dutzend? 100? Wenigstens ein Dutzend. Das sind Maschinen. Die brauchen nicht viel Platz. Ich muss das den Direktoren melden. Wenn die Investoren von herumlaufenden Geht erfahren, geraten sie in Panik. Na, wunderbar. Also, ich nehme mal hier diesen schönen... Oder dann? Mein Upgrade-Kit. Diesen schönen Leihwagen. Nehme ich mir nicht. Wieso kann ich nicht rein? Was? Ich soll da doch hinfahren, oder? Janna hat sie gewarnt, dass es einen Unfall in Gipfel 15 gegeben hat. Ja, genau. Und deswegen will ich da gerne hinfahren. Oder ist das da hinten unser Marco? Ah, das ist unser Marco, das ist ja wunderbar. Ach, schön der Leihwagen, perfekt eingeparkt, Herz. Wunderbar. 80 Euro am Tag. Inklusive Produktion. Hier, das sind Straßen Mass Effect. So könnten die Planeten aussehen. Nicht so wie diese anderen Planeten, einfach so kacke. So. Schön die Hauptstraße entlang. Ach du Scheiße, was ist das denn da links? Ist das ein Stadion? Oder eine Mauer? Nee, ich musste niesen. So. Niesen beim Autofahren soll ja gefährlich sein, weil man da ja unweigerlich eigentlich für einen Moment seine Augen natürlich seine Augen schließt. Und das ist 4 Sekunden Schlaf, das kann halt schon mal problematisch sein. Natürlich, geht geschützt für. Oh mein Gott.
Das ist ein hohes Haus. Sorry. Aber du bist aber vorbei. Gottes Willen. So, 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 so. Ja, für das Upgrade-Kit steige ich bestimmt nicht aus. Präzisionsgewehr. Okay, dann kann ich diese Banshees wegmachen. Schrotflinten. Ja, die Firestorms. Und Scimitar. Und Hurricane. Und der Firestorm. So, die Rüstung behalte ich mal alle. Oh. Obwohl, ne. Dann lieber nicht. Das braucht man nicht. So. Ja, schon habe ich Punkte. Ja, ich habe einen Punkt. Das ist ja wunderbar. Medizin heben. Und Pistole. So. Perfekt. Weiterfahren. Es geht wahrscheinlich wirklich zu diesem einen Hochhaus, was ich da gesehen habe. Fürchte ich. Aber wenigstens ist hier eine normale Straße. Es ist eigentlich ganz in Ordnung. Okay, geht. Das geht nicht gut. Er stirbt doch sowieso. Warum macht Widerstand? Warum liegt er so bei der Decke nicht? Geschlossen ist, sonst hätte ich gedacht, warum liegt der Schnee drin? Warum hast du eine Maske auf? Na, dann blasen wir doch ein. Wo? Genau. Was ist denn? So, nach dem Turm. Nichts Besonderes. Ja, wir müssen zu dem Hoch raus. Das gibt es irgendwo raus, wahrscheinlich. Eieiei, aber das ist gar nicht mehr so weit weg, das ist nicht. Warum wurde hier nicht eine Brücke gebaut, statt der Serpentin? Wahrscheinlich, weil es günstiger war. Da hinten sehe ich auch nochmal, wie er geht. Sehr schön auch, und inzwischen ist auch nochmal eine Spitze eingeht. Das ist auch eine weibliche, dann wäre das eine Geht. So. Und da hinten.
Ja, was sind das für Dinger? Wahrscheinlich so Leitplanken. Das ist nochmal eine größere Welle zumindest. Haben wir. Da müssen wir per Hand durch. Also. Na wunderbar. Los, los, los! Wir sorgen hier vielleicht für Chaos. Nein! Mhm. So. Sturmgewehr. Ein Terminator. Bringt der was? Prinzipiell ja. Warnung! Alle Gipfel 15 Einrichtungen haben große Schäden zu verzeichnen. Na toll. Gefährliches biologisches Material ist in der gesamten Einrichtung präsent. Na wunderbar. Die Benutzeroberfläche. Warum weisen die Gefechtstürme in die falsche Richtung? Es geht nicht um Verteidigung, sondern darum, ihre Leute in Schach zu halten. Ach komm! Na, dann ist mir auch egal. Kryomodition und die Schredder kann ich auch einfach wegmachen, weil habe ich schon genügend. So, nehmen wir doch den Fahrstuhl mal in die Cafeteria. So, warum stehen wir hier so krumm? Schön. Aha. Ja, die Fenster waren wohl nicht so gut isoliert. Ist doch kräftig, ist die schon, ne? Eieiei. Also, ich dachte schon. Tiere? Wind? Dieser Ort ist übel mitgenommen. Na wunderbar. Ach, da weiter. Aha, interessant. So, was haben wir da? Soldaten. Die habe ich noch nie gesehen. Mhm. Jetzt Xenobiologie schon. Ist nicht meine Stärke. Aber vielleicht weiß es jemand in den Laboren. Ja, wahrscheinlich. Was haben wir da? Pistolen, Schrotflinten und Sturmgewehre. Aha. So, Schrotflinten können wir wegmachen. Ist das eine bessere Pistole? Nein, eine Striker. Und jetzt. Katana kann ich da eigentlich auch wegmachen, wenn gerade mal so ein. So. Eine Bench 2? Wofür? Die kriegt diese Pistole. Mit den Upgrades. Okay, gegen synthetische Ziele. Oh Gott, das will die ganze Brandmunition kann ich auch wegmachen. Braucht kein Mensch, nie. Ja, so.
Ja. So, die hat alles. Perfekt. Habilitationswaffenforschung, ja. Eine Türsteuerung. Da Medizinkit. Medigel. Sag mal, wie auch immer, du daher kommst. Ist das der richtige Weg? Huch. Ja, jetzt zur Garage, das ist der richtige Weg. Sonderbar. So, weiter gucken. Oh. Ein Hilfsstromsystem schippert. Muss für den Großrechner der Station sein. Der Schaden ist nicht allzu so groß. Könnte repariert werden. Schwerer Fehler beim Hochfahren. Die Benutzeroberfläche der virtuellen Intelligenz ist offline. Manueller Neustart erforderlich. Na toll. Auf Universalgel. Auf Universalgel. Einige elektronische Schlösser sind offline. Okay. Huiuiui. Wir sollen überall die elektronische Intelligenz Mira Kern betreten. Ach du Kacke. Um Gottes Willen. So, reparieren für 100 Universalgel. Der VI-Kern scheint nicht zu funktionstüchtig zu sein. Sie können versuchen, die Datenbank manuell zu rekonfigurieren oder Universalgel einsetzen, um die beschädigten Systeme zu reparieren. Nein, wir versuchen es manuell erstmal. Was? Modulstapelzer? Was? Wer? Verstehe ich das richtig, dass das so ein... Nee. Ich mach's manuell. So, ja, Jahrhundert habe ich. Keine Ahnung. Sie scheinen die Station reparieren zu wollen. Benötigen Sie meine Hilfe? Bist du die Station VI? Bist du die virtuelle Intelligenz, die hier verantwortlich ist? Dieses System ist darauf eingestellt, auf den Namen Mira zu reagieren. Würden Sie mir bitte auch Ihren Namen nennen? Ich bin ein Spectre. Commander Shepard. Ich arbeite für die Abteilung Special Tactics and Reconnaissance der Zitadell. Einen Augenblick bitte. Autorisierung bestätigt. Ihre Level 2 Autorisierung für alle Systeme ist bestätigt. Bitte beachten Sie, dass Anfragen zu Forschungsarbeiten nur mit einer Level 3 Autorisierung beantwortet werden können. Eine Level 3 Autorisierung wird nur an die führenden Angestellten von BinHex vergeben. Das System ist jetzt bereit für Abfrageanwendungen. Sie können mich über alle holographischen Terminals in Gipfel 15 erreichen. Wo ist Benesia? Ich muss die Matriarchin Benesia finden. Lady Benesia hat den Passagierzug zu den Außenlaboren der Riftstation genommen. Warnmeldung.
Warnmeldung. Das Zugsystem ist außer Betrieb. Schadensbericht. Wie lässt sich die Situation hier beschreiben? Einen Augenblick bitte. Diagnoseprozess aktiv. Schwerer Fehler. Hauptreaktor wurde gemäß Notfalleindämmungsprozeduren abgeschaltet. Manueller Neustart erforderlich. Schwerer Fehler. Die Landleitungen sind nicht angeschlossen. Die Passagierzüge sind offline. Bericht Ende. Haben Sie noch weitere Fragen zum Systemstatus? Ja, der Hauptreaktor, ne? Weißt du, warum der Reaktor abgeschaltet wurde? Tut mir leid. Zu dieser Zeit war ich offline. Der Reaktor wird deaktiviert, wenn eine Reaktorüberlastung droht oder ein kritisches Sicherheitsproblem im Laborbereich auftritt. Gemäß der Sicherheitsrichtlinien werden alle biologischen Gefahrenstoffe durch die kalte Umgebung unschädlich gemacht. Mechanische Gefahrenobjekte könnten ebenfalls Schaden nehmen. Einfach die Heizung abschalten und alles abtöten, was gefährlich werden könnte. Saubere Entsorgung. Wie soll ich das beheben? Was muss ich machen, um die Energiezuführung wiederherzustellen? Die Ventile zur Helium-3-Kraftstoffleitung müssen über die Steuerung der Reaktoreinheit geöffnet werden. Und der ist... Weißt du, warum der Reaktor abgeschaltet wurde? Tut mir leid. Gemäß der Sicherheit... Landleitung? Was sind die Landleitungen und warum wurden sie unterbrochen? Die Landleitungen verbinden meine Mainframes hier in der Central Station mit den verschiedenen Nebenanlagen von Gipfel 15. Dadurch kann die Crew aus der Geborgenheit und Sicherheit ihrer Labore auf meine Datenbanken zugreifen. Nach Einleitung der Sicherheitsmaßnahmen in den Sicherheitslaboren wurden die Kabelverbindungen automatisch gelöst. Gibt es da Reparaturmöglichkeiten? Wie kann ich die Landleitungen wieder anschließen? Die Landleitungen dienen der schnelleren Wiederherstellung der Verbindung. Der Router der Landleitungen befindet sich auf dem Dach des Verwaltungstrakts. Aktivieren Sie einfach die Steuerung. Dann stellt die Hardware die Verbindung automatisch wieder her und startet neu. Ich möchte wissen, was hier passiert. Tut mir leid, aber ich brauche spezifischere Eingaben. Die letzten Log-Einträge. Ich möchte wissen, was unmittelbar vor deiner Deaktivierung geschehen ist. In den Hochsicherheitslaboren gab es einen Stufe 1 Alarm. Aus dem Labortrakt Gamma sind Gefahrenstoffe entwichen. Die Notfallmaßnahmen wurden eingeleitet. Der Stufe 2 Alarm betraf die Hochsicherheitslabore. Das Isolationsschott war gebrochen. Die Züge wurden außer Betrieb genommen. Die Landleitungen zu den Hochsicherheitslaboren wurden unterbrochen. Der Stufe 3 Alarm betraf einen bestimmten Bereich. Es gab Gefahrenstoffe in den Tunneln. Die Station wurde geschlossen und sofort evakuiert. Es wurde ein Code Omega ausgesendet. Und welche Stoffe waren das? Was für Gefahrenstoffe wurden freigelassen? Tut mir leid, Commander. Für Auskünfte über die Forschungsarbeiten benötigen Sie eine Level 3 Autorisierung. Solche Autorisierungslevels erhalten nur führende Mitarbeiter von Binhex. Okay, feindliche Kreaturen. Kamen die Kreaturen, auf die wir hier gestoßen sind, aus den Laboren? Tut mir leid, Commander. Für Auskünfte über die Forschungsarbeiten benötigen Sie eine Level 3 Autorisierung. Warum warst du offline? Wenn Gipfel 15 aus Sicherheitsgründen sterilisiert werden muss, werden mein Programm und meine Daten zurückgesetzt. Das heißt, du wirst getötet. Wenn irgendetwas schiefläuft, wirst du getötet? Meine Systeme werden dauerhaft deaktiviert. Um getötet werden zu können, müsste ich zuvor leben. Ich bin nur ein Datenbankprogramm. Mhm, dann tschüss. Das ist alles, was ich jetzt wissen muss. Natürlich, Commander. Ich melde Sie ab. Warnmeldung. Hauptreaktor wurde gemäß Notfalleindämmungsprozeduren abgeschaltet. Manueller Neustart erforderlich. Achtung! Landleitungsverbindungen sind deaktiviert. Die Passagierzüge sind außer Betrieb. Ja, ne, wir müssen die Landleitung reparieren und den Reaktor reparieren. Zur Riftstation. Das können wir machen, nachdem wir die Züge wieder erreicht haben. Danach gibt es noch diese beiden Missionen, die wir machen müssen. Das wird bestimmt 10 Folgen in Anspruch nehmen, irgendwie so. Bis dahin auf jeden Fall und tschüss.